einsammeln. Da stand das drauf. Jut, jut. Fehlt uns noch das und uns fehlen noch zwei weitere. Gut. Krieg ich hin. Sieht aus hier wie das Innere vom Magen, so irgendwie in Hippie-Farben halt. Das habe ich dann auch. So, so durch den Enddarm. Jetzt nur noch hier hin. Und auf komische Wespen. Ah, hier sind keine Wespen. Schön. So. Ja. Ich mache das am besten hier mit, genau. So, der Schwanz muss da rein. Halt. Der muss nach oben. Muss ich den zur Seite legen? Oh. Auf jeden Fall nochmal zurücksetzen. Das war ein Fehler. Ja, ich muss das bitte neu starten. Okay. Der kommt dahin, 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 der kommt dahin. Der, hallo, der kommt dahin. So, du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Also, weil ich ein Puzzle gelöst habe, kann ich sie retten. Ja, ich würde sagen, das sind ziemlich eigengläubige Menschen. Die eine gewisse Art von, ich würde mal sagen. Hallo? Bleibst du wohl hier? Humor besitzen? Oder eine gewisse andere Meinung von Intelligenz besitzen? Oder sowas? Die wilden Wespen belagern und sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Wer davon ist Daimios? Das war noch kranker. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Das ist cool. Oh, 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 oh. Njoo.
Nein! Checkpoint-System sei Dank. Ja. Ich glaube, die Bambusblätter. Ups. Sind nicht so gut. Hey, ich hab noch springen gedrückt gehalten. Gehabt. Da seht ihr es. Wie schlecht kann man nur sein? Hopp, hopp. Wieso nur? Hopp, hopp. Aha. Nein! Er muss sich schrumpfen. Okay. Gut zu wissen. Also, spring. Spring. Nicht ins Maul. Seit wann springt man jemanden in den Mund? Hallo? Und tanzt jemanden nur auf dem Kopf herum, wie du es machst? Oder ins Gesicht, wie du es nicht machst. Ah. Ja. Das Spiel macht so Spaß. Für sich aufsammeln. Was habe ich jetzt mit der Pfirsich gemacht? Und warum fliegen die Bäume da so komisch? Und wo muss ich jetzt hin? Und was war das jetzt genau? Das Leiden der Lohn fürs Anderssein ist.
Haben die Schnauzen Haare bekommen? Keine Ahnung. Okay, das sieht nicht mehr aus wie Enddarm. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Wieso sollten wir das tun? Und wieso sollten wir überhaupt leben? Wir können doch gleich in Schmetterlinge aufgehen. Ich verstehe den Sinn des Lebens nicht. Selbstmord! Das ist doch viel, viel schöner. Dann wissen wir nicht, wer unseren... Au. Aua. Ja. Was sollte die jetzt so uns gegen uns ausrichten? So. Na, was willst du? Tut mir leid. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Sollen wir die irgendwie beschießen? Scheinbar nicht. Ich sehe was, was ich nicht gesehen habe. Was ziemlich doof ist.